Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu TLS. Heute möchte ich euch noch ganz kurz auf was aufmerksam machen. Und zwar, wenn ihr das Ganze in der Playlist guckt, ist alles wunderbar in Ordnung. Aber ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, ich werde euch das Handshake-Protokoll nicht nochmal erklären, denn ich habe das Ganze schon in der IT-Sicherheits-Playlist gemacht und habe das dann jetzt hier eingefügt. Schaut euch also bitte das passende Video dazu an und überspringt jetzt nur, weil ich jetzt erst das andere oder das nächste Video hochgeladen habe, nicht den Teil davor, denn der ist jetzt wichtig. So, heute wollen wir uns ein paar Angriffe sozusagen auf TLS anschauen. Das heißt, was kann man als Angreifer gegen TLS-Verbindungen machen, beziehungsweise wie kann man, oder was für Schwachstellen gibt es auch beim Konfigurieren von so TLS-Dingern. Und ihr seht, ich habe jetzt hier mal eine weitere Cypher-Suite angegeben, die nicht ganz so geil ist wie die letzte. Und da haben wir auch schon ein riesiges Problem. Und zwar nehmen wir mal an, ihr gebt zwar dieselbe Cypher-Suite wie vom letzten Mal, die hier gebt ihr an, aber zusätzlich gebt ihr noch diese Cypher-Suite hier an. Dann haben wir das Problem, DES-ECB-MD5 ist nicht gerade so geil. Lässt sich auf jeden Fall brechen. Also ich traue es der NSA definitiv zu, dass sie das ohne Probleme knacken können. Und das bedeutet, wenn ihr einen Downgrade-Angriff durchführt, das bedeutet, sagen wir mal, das Ding hier ist in eurem Server eingetragen, aber es sollte eigentlich trotzdem, es sollte trotzdem die stärkere Cypher-Suite hier verwendet werden, dann fangt ihr einfach die Nachricht von eurem Client ab und, oder was heißt von eurem Client, vom normalen Client fangt ihr die Nachricht ab, welcher Algorithmus tatsächlich ausgewählt wird. Und geht dann her und tragt irgendwas Eigenes ein. Das heißt zum Beispiel eben diesen TLS-DHRSA-WIF-DES-ECB-MD5. Das wäre dann ein Downgrade-Angriff. Ihr gradet sozusagen die ganze Verschlüsselung nach unten. Was natürlich hier ganz effektiv brutal ist, wenn der Server TLS-Null-WIF-Null-Null angibt. Dann könnt ihr hier einfach hergehen und sagen, ich hätte ganz gerne das. Und der Client ist quasi unverschlüsselt unterwegs und obwohl er eigentlich was Stärkeres haben wollte, ihr als Angreifer habt die Möglichkeit, das komplett zu unterbinden sozusagen. Das heißt, der Downgrade-Angriff beschreibt das sozusagen Man-in-the-Middle-Angriff, der hier genau auf diese Cypher-Suite ausgelegt ist, sodass die gegen was Schwächeres ausgetauscht wird und man dann Kryptografie-Angriffe oder sonst irgendwas drauf fahren kann. Ganz effektiv ist es natürlich, wenn ihr die Nutzung von TLS komplett verhindern könnt. Das bedeutet, sagen wir mal, ihr habt es wird eine Website gehostet. Dann ist die Website normalerweise, um möglichst vielen, oder früher war es zumindest so, mittlerweile kommt man so langsam dahinter, dass es gefährlich ist. Die Website wird auf zwei Ports gehostet, nämlich einmal auf Port 80 und einmal auf Port 443. Und auf Port 443 wird dann TLS verwendet und HTTPS wird verwendet. Das heißt, das ganze Ding ist verschlüsselt. Auf Port 80 hingegen wird häufig noch nur ganz normaler HTTP-Traffic genutzt. Das heißt, die Website ist dann komplett unverschlüsselt. Und das Problem dabei ist natürlich, wenn ich jetzt das Paket eines Clients abfange und dann einfach sage, hey, ich will nicht auf Port, also das TCP-Paket tatsächlich abfrage. Das heißt, unterhalb von der TLS-Verbindung, sagen wir einfach mal, ich fange das Paket ab und manipuliere einfach nur den Port. Mehr manipuliere ich nicht. Im IP-Paket, im TCP-Paket und so weiter und so fort. Und sagt dann, er möchte ganz gerne eigentlich auf Port 80 zugreifen, obwohl er 443 angegeben hat. Das ganze Zeug kommt zurück und er merkt eigentlich gar nichts davon, dass er auf Port 80 zugegriffen hat, aber seine Verbindung ist komplett unverschlüsselt. Und das ist natürlich gegen die Nutzung von TLS, das heißt, danach benutzt er sozusagen kein TLS mehr. Und das bedeutet, seine ganzen Daten sind komplett unverschlüsselt darüber gegangen, was natürlich eher schlecht ist. Das heißt, hier ist es wichtig, dass man solche Sachen wie HSTS oder sowas benutzt. Habe ich natürlich auch alles in meiner Server-Einrichten-Playlist schon gezeigt, damit man hier eben genau solche Angriffe unterbinden kann, dass solche Sachen nicht mehr passieren können. So, jetzt noch ein ganz spezieller Angriff, der sogenannte Truncation-Angriff. Und zwar, wenn die Verbindung beendet wird von eben dem Client, dann kann man einen TCP-Fin einschleusen. Das heißt,
Man kann einfach ein TCP-Fin angeben und also nehmen wir einfach mal an, der Client denkt, er habe jetzt hier die Verbindung beendet, indem er ein TCP-Fin, also quasi er möchte Close Notify schicken. Das bedeutet, er möchte diese Verbindung beenden. So, was jetzt zum Angreifer kommt, ist, dass er dem Client sagt, okay, alles hat wunderbar funktioniert, aber sein Paket in Wahrheit abfängt. Und der Client denkt sich dann, ah ja, okay, alles gut, und überprüft das Ganze nicht, weil das TCP-Fin-Paket eigentlich unverschlüsselt geschickt wird. Das ist ja ein TCP-Paket. Er schickt einfach nur ein TCP-Fin, was ja unverschlüsselt komplett stattfindet. Das heißt, TLS ist jetzt gar nicht mehr involviert. Man schickt einfach nur über TCP, eben die Verbindung wurde beendet, an den Client zurück. Und dann geht der Angreifer einfach her und kann weitere Pakete an den Server schicken. Und wenn die Anwendung nicht selbst terminierend ist, das bedeutet, sagen wir mal, soweit ich weiß, war das in HTTP 0.9 oder 1.0 sogar noch der Fall. Nee, 0.9 war's. Das bedeutet, man konnte hier einfach weiter Daten hinschicken an diese Anwendung und die Anwendung hat eben noch weiter reagiert. Das heißt, man hätte solche Sachen machen können wie, also wenn man eben diese Verschlüsselung zum Beispiel auch geknackt hat, kann man dann anfragen, wie ist denn zum Beispiel jetzt mein Benutzername oder halt einfach das, was man mit einer Website machen kann im Endeffekt, hätte man dann auch einfach weitermachen können. Man klaut sozusagen die komplette Session. Warum funktioniert das? Naja, der Client hat hier nicht drauf gewartet, dass wirklich TLS-Verbindung beendet wurde. Das ist das Problem gewesen. Man muss also bei TLS, wenn die Verbindung beendet wird, mittels dem Alert-Protokoll die Verbindung beidseitig beenden. Das heißt, nicht nur der Client schickt an den Server, ich möchte die Verbindung beenden, sondern der Server muss dem Client auch über TLS sagen, okay, Verbindung beendet. Und dann kommt sogar nochmal der Client und sagt, alles klar, habe ich erhalten. Und dann beenden sie beide die Verbindung. Dann ist alles in Ordnung, dann kann das natürlich nicht mehr passieren. Es ist gefährlich, aber es muss natürlich nicht immer was Böses bei passieren, aber es ist trotzdem noch mehr oder weniger Standard in vielen Webservern, dass man einfach die Verbindung abrupt beendet. Das heißt, sagen wir mal, der Client macht nichts für 30 Sekunden oder für eine Minute von mir aus, dann sagt der Server einfach, okay, Verbindung aus. Und dann ist natürlich auch so ein Truncation-Angriff möglich, indem man halt, ja, solche Sachen eben macht. Deswegen sollte man als Server-Administrator immer drauf schauen, dass man das nicht macht, dass man nicht einfach so die Verbindung beendet, sondern dass man sie halt regulär beendet, mittels eben Close Notify von beiden Seiten. Gut, das waren jetzt ein paar kleine Angriffe darauf. Alert-Protokoll haben wir auch schon kurz kennengelernt. Wie gesagt, bei einem fatalen Fehler oder einem Warning, also bei einem fatalen Fehler wird die Verbindung abrupt beendet. Das heißt, sowas wäre dann zum Beispiel, die Kryptografie wurde, also beim Austauschen vom Schlüssel hat man festgestellt, dass der HMAC nicht korrekt war. Das wäre ein fataler Fehler, dann wird die Verbindung sofort beendet. Während normalerweise ein Warning muss beidseitig eben bestätigt werden. Und sozusagen wie der Handshake auch eigentlich bestätigt werden. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich euch zu den Angriffen erstmal erzählen möchte. Wir werden uns nächstes Mal mit dem Record-Protokoll noch ein bisschen auseinandersetzen, glaube ich. Oder mit der Key-Derivation, das weiß ich noch nicht so genau. Mal schauen, was wir als nächstes machen. Gut, und ja, ich hoffe, es hat euch erstmal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!